Ja, herzlich willkommen zurück zu Runes of Magic. Ja, dann geben wir unsere Quest mal hier ab. Hallo, Quest abgeben? Thank you, geht doch. Ja. Nehmen wir direkt an, jo. Geben wir unsere Dings mal hier ab. Damit haben wir schon zwei Tagesquests. Man kann nur 10-mal am Tag Tagesquests machen. Das heißt, es werden immer 100 Fürses Marken Dingsbums da. Ja, und schon sind wir Level 5. Juhu, yippie, ich mache einen Freudetanz. Nein, auf jeden Fall eben hier TP-Punkte. Schön investieren. Jedenfalls mache ich die Folgen, glaube ich, auch ein bisschen länger. Mal gucken, lasst euch überraschen. Später auf YouTube werdet ihr sehen, wie lang die Folge ist. Ein besorgter Freund. Also, Besorgungsfreund, ja. Vor allem Freund. Heißt das nicht eher eine besorgte Freundin? Okay, das klingt ein bisschen. Ich sag lieber nichts dazu. Niemand. Ja, aber mit mir dahin nicht. Können wir das eigentlich schon? Sorry. Ja, warte. Ach, komm. Scheiß Erkältung. Was haben wir denn da? Ach, den Erdtarn. So wie heißt er. Er steckt in der Kiste drin. Ja, wunderbar. Hast du was zu sagen? Kann man irgendetwas tun? Ich muss weiter. Ja, kann ich dir irgendwie helfen? Du steckst da in der Kiste drinne. Naja. Erstmal. Mal gucken. Das sind auch Tagesquests. Kann man immer machen. Da muss man einfach diese Steine sammeln. Das mache ich aber nicht. Es gibt nur 7 Erfahrungspunkte, nur 5 Gold. Also von daher bringt nichts. Ja, Wolfpelz, wir müssen eh in die Richtung. Ja, ja, das ist Runes of Magic. Ich werde mich auf jeden Fall mal informieren, ob das immer noch so ist, dass man sich Dias kaufen kann. Ihr werdet es dann im Part 4 versprochen erfahren. Wenn ich es nicht vergesse. Wenn ich es vergessen sollte, dann dürft ihr mich hauen. Die schöne Welt von Runes of Magic, ja. Wir schlachten hier gerade Wölfe. Ich glaube, das machen Abenteurer auch so. Einfach mal Wölfe schlachten. Und noch ein Wolfpelz. Dann haben wir die Winterkleidung auch fertig. Ja, wir sind wohl übermächtig stark und wollen hitten alle Gegner, die uns in den Weg kommen. Wir sind schon ein richtiger Pro-Gamer. Guck mal, wir haben hier ein Rezept. Das wollen wir mal erlernen.
Kabel hier. Oder weiter Kette hier. Siedlungspaket. Ohne. Schön. Können wir auch mal direkt nehmen. Jep. Das brauchen wir auf jeden Fall. Naja. Werden wir jetzt erstmal Quest hier abgeben. Dann Quest abgeben. Ja. Ich wollte nichts im Chat irgendwie schreiben. Ist ein bisschen lang, Leute, tut mir leid. Ich habe meinen Hintergrund noch im Bild drauf. Ja, jetzt kommen wir zu unseren Fähigkeiten. Die Kräuterkunde. Mit Kräuterkunde kann man Heilungstränke herstellen. Ja, und ihr werdet noch sehen, noch andere Sachen. Ja, herzlich willkommen zurück zu Runes of Magic. Ja, dann geben wir unsere Quest mal hier ab. Hallo, Quest abgeben? Thank you, geht doch. Ja. Nehmen wir direkt an, jo. Geben wir unsere Dings mal hier ab. Damit haben wir schon zwei Tagesquests. Man kann nur 10-mal am Tag Tagesquests machen. Das heißt, wenn man 100 Fyrsis Marken Dingsbums da. Ja, und schon sind wir Level 5. Juhu, yippie, ich mache einen Freudetanz. Nein, auf jeden Fall eben hier TP-Punkte. Schön investieren. Die ich euch auf jeden Fall noch zeigen werde. Ein bisschen. Holzwerk, ja. Und den Bergbau. Und ein Quest von unserem Woody Woods. Der erste. Ja, ich lese das lieber nicht vor. Dann kommen wir genauso vor wie dieser komische Sänger. Da, ja. Jo,